proud Lord said that I must bow so low. Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Monolabert Warband in der Clash of Kings Mod. Tja, im letzten Part haben wir Tumbleton verteidigt, und ratet mal, was wir in diesem Part machen. Richtig, wir verteidigen Tumbleton. Ah, ich habe zu viele Gefangene. So, wir können... Oh nein, wir können nichts aufleveln. Natürlich können wir das nicht. So, wir warten hier, bis die angreifen. Frag mich, ob die überhaupt angreifen, wenn wir da drin sind. Ich meine... Der hat nicht den Hauch einer Chance. Mal ehrlich. Der greift schon an, Gebiete. Er ist wirklich schon schwer. So, join the battle. Wir haben zwar weniger Leute, aber... Festung! Wir haben den geschmeidigen Festungsbonus. Ah! Meine Güte! Stirb! Der hat schon ganz hoch gelevelt, glaube ich. Dieser Reach Knight da. Oh Gott, einer ist gestorben. Zwei sind... Was zur Hölle? Diese verdammten Armbrustschützen, die sind viel zu stark. Boah, und der Sound ist für mich gerade wieder viel zu laut. Boah, kacke, da kommen viele. Ah, sehr schön. Ein Elite-Crossbowman ist raufgekommen. So, und damit habe ich leiser gemacht. Sehr schön. Damit höre ich endlich wieder meine wundervolle Stimme. Okay, diese Armee ist... Oh, Alien ist aufgelevelt. Ich glaube, die gute Ausrüstung hat sich gelohnt. Boah, ja sicher. Warum stolper ich dauernd? Ich habe Athletik gerade erst vor kurzem aufgelevelt. Ist dafür gut und für die Laufgeschwindigkeit. Wobei, da kenne ich eine ganz lustige Geschichte. Es hat mal jemand einen Laden für Sportschuhe aufgemacht in meiner Stadt und hat ihn Athlete's Foot genannt. Also Fuß des Athleten. Hat dabei aber eine ganz bestimmte Sache nicht bedacht. Wisst ihr welche? Oh mein Gott, wir sind ja fast tot. Athlete's Foot heißt nicht nur Athletenfuß, sondern auch Fußpilz auf Englisch. Oh, stirb. Kacke. Kacke, wirklich. Ich glaube. Diesmal können wir das nicht sein. Ja, natürlich. Nein, wir ziehen uns zurück. 5 Tote. Tja, wie viel Gesundheit haben wir jetzt wieder? Fast gar keine, toll. Aber normal hat der Kava doch diese Fähigkeit, dass man automatisch Gesundheit zurückbekommt. So, Alin. Du willst mehr Intelligenz, habe ich gehört. Damit du mehr Chirurgie hast und ein bisschen mehr solltest du aushalten. Du bist doch mein Knappe. Er ist doch mein Knappe, oder? So, aber sie müssen jetzt 6 Stunden lang... Sie müssen jetzt 6 Stunden lang
Leitern bauen und in dieser Zeit können wir uns ein bisschen erholen. Wait here for some time. Join the battle. Sie haben nur 30 Mann mehr als wir. Das müssten wir eigentlich mit Leichtigkeit gewinnen. Wenn er nicht diese verdammten Armbrustschützen, die einfach mal viel zu stark sind. Warum bildet ihr keine gescheite Mauer da oben? Ich könnte jetzt sie so leicht aufhalten. Ah, der hat halt einfach so viele Ritter. Warum genau bin ich jetzt wieder gestolpert? Wenn jeder Mann von uns zwei von den Gegnern mitnimmt, gewinnen wir mit Leichtigkeit. Wenn jeder von uns einen vom Gegner mitnimmt und wir 30, gewinnen wir auch. Also bemühen wir uns mal, dass wir 30 Mann mitnehmen. Sterb! Warum sterbt ihr denn nie? Warum sterbt ihr denn nie? Sterbt doch bitte! Wir wollen euch Hunde nicht in der Burg. Ihr bringt uns nur die Ratten fest. So, ich hoffe, das hat dir gefallen, du Spasti. Fucking Renly-Anhänger. Sagen wir mal so, Renly, besser Renly als Stannis. Stannis ist ein Vollidiot. Okay, Renly auch, aber... Renly ist immer noch einiges klüger als Stannis. Er stirbt. So viele seid ihr doch gar nicht. Ich habe vor, diese Stadt zu halten, ja? Egal wie oft ihr noch angreift. Warum hilft uns Lord Tywin eigentlich nie? Er hat 500 Mann in der Armee. Er wäre eigentlich perfekt geeignet, um Belagerungen zu zerschlagen, aber nein. Er macht ja irgendwas. Fucking Lord Tywin. Manchmal habe ich das Gefühl, Lord Tywin hasst uns. So, ich glaube, das Ärgste haben wir zurückgeschlagen. Nein. Seht euch mal die Penner an, die da noch hochkommen. Wir werden jetzt zerrissen. Die schweren Ritter am Anfang, das waren die schweren Gegner, ja? Die Penner da? Die sind echt keine Herausforderung. Hier sind normal das Bogenschützenfutter. Ich sterb schon. Stirb. Stirb. Hey du. Stirbst. Erzähl dir was Neues. Du stirbst. Ah, fast daneben. Du wirst sterben und du wirst sterben und du wirst sterben und du wirst sterben und du nicht, weil wir haben keine Pfeile mehr. Ja. Dann wirst du eben vom Schwert gerichtet. Okay. Da kommen immer mehr.
Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das heißt, wir müssten wieder einen geschmeidigen neuen Gefangenen haben. Hoffentlich. 3 Tote. Lässt sich nicht verhindern. Ach, natürliches Entkommen. So, Gefangene. Mounted Sergeant. Elite Crossbowman. Den wollen wir haben. Dann bekommen wir da ein bisschen was. Natürlich wieder keine Pferde. Ach du meine Güte. So verdammt viel Erfahrungspunkte. Ach ja, und Alien wollen wir jetzt einen Helm geben. Ich meine, so viel ist der auch wieder nicht wert. Armbrust. Vielleicht können wir das einem der anderen geben. Naja, das sehen wir schon noch. So, du bekommst gescheite Lederstiefel nicht, welche die halb kaputt sind. Perfekt. Dann haben wir 2 neue Reiter. Was natürlich super geschmeidig ist. Ach du meine Güte. Ich glaube, die werden ziemlich brutal die Armbrust schützen. Fragt mich nicht, warum ich das glaube. Oh nein, wir bekommen nicht unseren ersten drachensteinischen Sergeant. So. Wir haben eine ziemlich multikulturelle Truppe hier. Ich meine, wir haben Leute aus der Weite, wir haben Leute aus Drachenstein, wir haben sogar einen Nordmann. Dornischl haben wir zum Beispiel keine da. Vielleicht kriegen wir ja noch einen. Wahrscheinlich nicht. Weil Dornisch steht treu zur Krone. Na gut, nachher, wenn wir dann die Krone erobern. Oh Gott, Spiel. Gott, ich dachte schon, es hätte sich aufgehängt. Ah, da bin ich erschrocken. Pferdehändler hat gar nichts mehr. Da, du hast viel Geld. Ja. Damit haben wir Tumbleton auf mal wieder erfolgreich verteidigt. Wir haben nur noch 80 Mann übrig. Yay. Super. Naja, gehen wir einfach wieder in das Dorf dort und zwingen ein paar Leute, dass sie mitkommen. Weil so macht man sich Freunde. Wenn man sie zwingt mitzukommen. Mit entweder du folgst mir nach oder du stirbst einen grausamen und qualvollen Tod. Das ist Stafford Lannister. Und der hat Schnellwasser bekommen. Sie sind entkommen. Tja. Dann werden wir das Dorf wohl auslöschen. Wenn ihr meint, ihr müsst nicht mitmachen in meinen Schlachten, dann brauche ich euer Dorf halt nicht mehr. Ich meine, ihr braucht mich zu eurem Schutz, nicht ich euch. Ah, da kommen, glaube ich, die nächsten, die unsere Stadt einnehmen wollen. Oh mein Gott, wie viel die einfach da haben. Seht ihr, deswegen plündere ich keine Bauerndörfer. Sehr schön. Hier gäbe es sogar noch Vieh. Aber wir wollen noch Tumbleton, bevor bevor es eingehen. Ernsthaft! So. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir warten jetzt beinhart, bis die Tyrells Tumbleton wieder zurück haben und dann holen wir es uns.
meine, ist mir egal. Ist mir halt so egal. Kennen mich alle mal. Golden Grove. So. Da gehen wir jetzt hin und verkaufen die ganzen Sachen vom Bauern drauf. Wir haben Tumbleton gegen zwei riesige Armeen verteidigt und dann bekommen wir es nicht. Leck mich, Lord Tywin. Glaubst du, ich verteidige es noch einmal? Nein, ist jetzt nicht mehr meins. Leck mich. Kannst mich mal, Lord Tywin. Ja? Mein Ernsthaft. Was denkt er sich eigentlich? Oh nein. Tumbleton gehört jetzt den Tyrells. Damit habe ich nicht gerechnet. Vielleicht bekommen wir es halt beim zweiten Anlauf. Das war schön. So, Golden Grove, Marktplatz. Marktplatz, wir werden überfallen, oder? Lass mich raten, wir werden jetzt... Ja, wir werden überfallen. Zum Glück ist Martin... Martin Snow, kannst du bitte angreifen? Meine Güte. Hey, Süßer. Hey, du. Was für Versager. Ich weiß nicht, dein Anschlag... Ich habe schon erfolgreichere Anschläge gehabt. Ja? So, gibt's hier... Maultier. Nein, wir sind natürlich nicht solche Arschlöcher. Aber cool behalten wir. Ja, kommt, wir kaufen das. Für unseren Knappen. Ihr wisst schon. So. Select uns automatically. Ach, in der Taverne gibt es vielleicht noch was Hübsches. Nehme ich. Nein, das ist ein Sklaverei-Typ. Ich habe ein paar Leute zu verkaufen. Hier. 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 Und hier. Da. Den kann ich natürlich nicht verkaufen. War ja auch nur ein Scherz. So, mal sehen. Vielleicht finden wir oben noch jemanden. Sieht nicht danach aus. Meine Güte, du klebst damit wie eine Klette, Martins Schnee. Das ist eigentlich klar. Meine Güte. Nein, Martin Schnee, auch wenn du dich an mich klammerst, nein. Alin bekommt der Dings. Das Pferd. So. Ach ja, wir sollten vielleicht auch eine Lanze für ihn besorgen. Echter Ritter braucht eine Lanze. Eine lange Lanze. Vielleicht nicht so eine teure. So ein Speer. Ach, Yolo. Damit wird der liebe Alin hier nämlich tatsächlich ein wertvoller Kämpfer. Denke ich. Und unsterblich natürlich. Es ist unsterblich. Deswegen mache ich mir überhaupt die Mühe. Das ist mir halt mehr so egal. So, und vom Rest vom Geld leveln wir unsere Truppen ab. Ab.
Auf! Ja, ein paar normale Fußtruppen wollen wir auch, aber hauptsächlich Armbrustschützen. Alter. Ich glaube, ich habe es übertrieben. ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. So, aber die ganzen Armeen müssten weg sein und wir können uns Tumbleton wiederholen. Ja, diesmal werden wir es bekommen. So, mehr Erfahrungspunkte heißt mehr Leveln. Run, Rich Glaive Man. Hey, da kann man sich auch aussuchen, ob es Fußtruppen oder Reiter werden sollen. Ah, hier. Wir ignorieren die Festivitäten. Es ist halt mir so egal. Mit 500 Münzen spende ich ganz sicher nicht. Vielleicht dann, wenn ich König bin und Geld habe, aber... jetzt garantiert nicht. Oh. Naja, den eisernen Thron, den werden wir schon noch bekommen, keine Sorge. Dorne. Okay. Okay, wir wollen uns erstmal auf den Weg weg hier machen. Denn wir werden hier von Leuten verfolgt, von denen wir nicht verfolgt werden wollen. Die glücklicherweise langsamer sind als wir und zwar beide. Ah. Dem würden wir es schaffen, aber... mal ehrlich, der ist sicher genauso ein Arschloch wie der anderen. Alter, 52 Gefangene. Oh, das wäre schon nett, aber können wir eh nicht in die Truppen aufnehmen. So. Ich glaube nicht, dass die gegen uns kämpfen wollen. So, den Dumbleton müssten jetzt wieder ganz, ganz wenige Truppen sein. Jupp. Oh, Moment, Martin Schnee ist ein Level aufgestiegen. So. Du wirst intelligenter. Pathfinding. Ja, Pathfinding wollen wir, glaube ich, mehr. Ja, wollen wir. Der Arlin. Der Arlin. So. Wir belagern Tumbleton. Mal wieder. Natürlich haben wir Rook's Rest auch wieder nicht gekriegt. Ah. Wir wollen ihre Ware haben. So. Wir werden angreifen. Wir werden angreifen. Aber wisst ihr, wann wir angreifen werden? Nicht jetzt, sondern im nächsten Part. Schon bis dann.